Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video von Prüfungsvorbereitung Metall. Heute will ich euch zeigen, wie ihr diesen Stahl HS65525 im Tabellenbuch auflösen könnt. Und zwar ist die Aufgabe, lötet den Stahl HS6525 nach chemischer Zusammensetzung auf und nenne Anwendungsbeispiele. Ich schreibe immer die wichtigsten Sachen der Aufgabe auf, zum Beispiel schreibe ich hier den Stahl ab und suche ihn jetzt im Tabellenbuch. Wir gehen ins Tabellenbuch auf die Seite 125 und zwar hier sehen wir das Bezeichnungssystem der Stähle und hier wird gezeigt, wie man die verschiedenen Stähle auflösen kann. Und was hier wichtig ist, ist, dass wir hier einen Schnellarbeitsstahl haben. Und dieser Schnellarbeitsstahl wird immer gleich aufgelöst. Das bedeutet, egal welchen Stahl wir haben, wenn davor HS steht, ist immer ein Schnellarbeitsstahl. Und zwar ist die Auflösung immer nach dieser Reihenfolge. Wir haben den ersten. Und zwar ist die Auflösung immer nach diesen verschiedenen Legierungselementen. Das bedeutet, unser erster ist Wolfram W. Danach kommt Molybden, Vanadium und Kobalt. Das bedeutet, wir müssen unseren Stahl HS6525 so auflösen und müssen diese Prozentwerte mit unseren Werten hier ändern. Das bedeutet, wir haben hier 6% Wolfram drin, W abgekürzt. Wir haben hier 5% Molybden drin, das abgekürzt mit MO. Wir haben 2% Vanadium, das abgekürzt mit einem V. Und wir haben 5% Kobalt drin, das abgekürzt mit einem CO. Und so wird jeder HSS, jeder Schnellarbeitsstahl aufgelöst. Wie finden wir die Anwendungsbeispiele? Wir gehen auf die Seite 136. Ihr könnt auch nach Schnellarbeitsstählen hinten im Inhaltsverzeichnis suchen. Dann finden wir hier unsere Schnellarbeitsstähle. Und zwar hier unten sind die aufgelistet. Hier finden wir unseren Schnellarbeitsstahl HS6525. Und hier finden wir die verschiedenen Werte dazu. Und was wir brauchen, sind hier hinten die Anwendungsbeispiele. Zum Beispiel wird dieser Stahl verwendet für höchst beanspruchte Spiralbohrer, für Fräser, für Schrubbwerkzeuge mit hoher Zähigkeit. Diese Sachen können wir dann hier immer aufschreiben, unsere ganzen Anwendungsbeispiele, und bekommen dann die volle Punktzahl dafür. Und falls noch andere Werte gefragt werden, zum Beispiel nach der Härte, finden wir hier auf der Seite die verschiedene Härte, die Härtetemperatur. Das wäre A, das Abschrecken, zum Beispiel in Wasser oder in Öl, und noch die Anlasstemperatur. Und für den Stahl hätten wir eine Härte von 270, wir hätten eine Härtetemperatur 210 bis 1052 Celsius. Wir hätten eine Abschreckmethode in Öl oder in Wasser, und das wäre dann unsere Anlasstemperatur zwischen 500 und 570 Grad Celsius. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst doch gerne ein Abo da und ein Like nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.